Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis und herzlich willkommen zum Ausräuchern der letzten Hanse-Basis. Anfang verlief sehr, sehr gut. Hier kann man ins Wasser rein oder was? Ach so, das ist quasi eine andere Eingangsmöglichkeit. Da hat er noch eine Truhe, oder? Tatsache. Oh Gott, da hätte man ja was Geiles verstecken können. Sehe aber einfach gar nichts mehr, deswegen hätte man also quasi hinterhaltsmäßig von hier reingekonnt, oder wie? Haben wir noch ein bisschen Erz. Silber, 8-mal. Okay. Gehen wir weiter. Ich bin gespannt, ob wir es wirklich beim ersten Mal, also was heißt beim ersten Mal, jetzt bei dem ersten Versuch jetzt hier, dem neuen ersten Versuch, ob wir es da schaffen, das Ding hier zu klären, wäre geil. Das ist ja auch immer alles sehr, sehr lang und ausschweifend. Aber wir brauchen eh keine Kohle mehr und geile Waffen werden wir hier wahrscheinlich auch nicht finden. Wieso hatten der zwei? Zweimal die gleiche Waffe, also einmal auf dem Rücken und einmal in der Hand. War das einfach nur ein Bug oder? Was? Weg, weg, weg! Ah, ist eh gleich tot. Komm und boom! Das ist ja gerade super einfach. Hä? Sind beim ersten Mal nicht total viele auf einmal gekommen? Oder habe ich beim ersten Mal ein paar umgebracht und dann gespeichert und bin weitergezogen und die sind jetzt nicht da? Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Weil ich halt echt gedacht habe, das war auch wieder super, super weitläufig. Au, au! Tut! Der fällt schön runter, der Kopf. Ach, geil. Perfekt. Boah, diese verdammte Katze hält aber echt nicht lange, ne? Das ist verrückt. Keine Katze mehr, das war's schon wieder. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder meditieren, um. Ist der Boss? Lud Halblud. Wie lange soll ich noch? Oh Gott, wird es einfach. Kannst du immer nur einen Schlag setzen, weil er dann schon wieder blockt, aber das ist halt trotzdem einfach so simpel. Oh, peinlich! Der einfachste von allen Kämpfen. Und das war's. Wir haben es geschafft. Ist ausgegraut. Aber wahrscheinlich müssen wir erst wieder rausgehen, bevor wieder die Armee kommt, alles einnimmt und so tut. So von wegen. Oh, geil, wir haben alles gut gemacht. Irgendwie. Lots Tagebuch. Die meisten Einträge sind unleserlich. Einige Seiten sind mit Tinten und Fettflecken bedeckt. Tag 143. Wir werden immer beliebter. In jüngster Zeit strömen die sie in Scharen herbei, um unserer Hanse beizutreten. Ich musste sogar schon einige wegschicken. Leider sind die meisten hohlköpfige Taugenichte. Wenn man die eine Karawane überfallen ließe, würden sich sogar die Pferde vor Lachen einpissen. Darum habe ich die Ausbildung der neuen Rekruten Carlo übertragen. Er hat südlich des Luxfelsens, bei dem die Hexe lebt, ein Lager aufgeschlagen. Ich verabscheue diese alten Weiber wie Pesthauch und würde ihr gerne einen Scheiterhaufen bereiten, aber nachdem was auf dem Kutterin-Anwesen geschehen ist, ich verwette meine Kronjuwelen darauf, dass das ihr Werk war, also lässt man sie am besten in Ruhe. Tag 167. Es ist entschieden. In zwei Tagen wird alle Welt nur noch vom Ritt meiner Bande durchs Fuchstal reden. Meine Jungs brauchen etwas Kurzweil. In Fuchstal gibt es viele Männer auszuweiten und viele Frauen zu vergewaltigen. Das wird ein Spaß. Es geht das Gerücht, dass in dieser Gegend Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Wenn das stimmt, stelle ich ein paar dieser Bauern zusammen, damit sie die Töpfe ausgraben und wir ein Geschäft aufmachen können. Heutzutage muss man als Unternehmen flexibel sein, also satteln wir um. Statt Kaufleute und Ritter zu metzeln, verkaufen wir Teetassen.
Tag 182. Ich dachte schon, mein Geist versucht sich durch meinen Hintern zu verdrücken. So übel haben unsere Küchenleute das Essen versaut. Als wir danach von Rittern angegriffen wurden, war keiner unter uns mehr stark genug, ein Schwert zu halten. Wir müssen dringend einen richtigen Koch besorgen. Gefährlicher als ein Idiot mit Schwert ist nur ein Idiot am Kochtopf. Vielleicht ist ein kurzer Überfall auf die Taverne zum Basilisk die Lösung. Wie herrlich wären ein paar Meeresfrüchte nach dem ewigen Eintopf. Naja, zum Glück haben wir, ich weiß nicht, ob wir es gemacht haben mit seinem Fuchstal. Da ist mein Lore-Gedächtnis nicht mehr gut genug. Da war irgendwas mit dem Fuchstal, ich weiß nicht mehr, ob die geschafft haben, was sie machen wollten. Ich hoffe nicht. 384 Kronen, nice. Ah, wir nehmen einfach alles mit, scheiß drauf. Was wollt ihr jetzt machen? Ah ja, ich wollte gucken, ob die Scheuklappen besser sind, als die, die Plötze gerade hat. 60 Panik, ist eigentlich egal, weil die Panikstufe sowieso keine Rolle spielt, aber ich will immer das Beste vom Besten für meine Beste haben. Meine Beste ist natürlich Plötze. 60 Panikstufe für das Pferd ist. Das ist halt die Frage, ob es geiler aussieht. Ich glaube, sieht ein bisschen böser aus. Was ist das andere für welcher? Der 5 Ritter-Tugenden. Oder Ket Mirkwitscheuklappen. Ne, dann lasse ich lieber das mit den Ritter-Tugenden. So, wir waren ja nicht mal andersweise überall, oder? Also, da geht's noch irgendwie weiter. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich raus. Das war abgeschlossen. Genau. Ja, vielleicht war ich, also was heißt vielleicht, da waren auf jeden Fall noch, auf der anderen Seite waren auf jeden Fall noch Gegner, aber die sind jetzt auf Garantie alle weg, weil jetzt die Armee kommt. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass die welche abführen und verhaften, weil, wie gesagt, ich habe nicht alle umgebracht. Vielleicht würde das bei den anderen oder wäre das bei den anderen Orten auch gegangen. Wenn man zuerst den Anführer umbringt, dann braucht man nicht alle umbringen. Aber gerade der eine letzte Anführer vor dem, der ganz oben auf dieser Burg war, lässt verfolgen. Die Schrecken der Hand ist vorüber. Du hast die Basis der Hand zerstört und ihn einfach getötet. Damit ist ihre Macht über die. Okay. Haben wir jetzt eigentlich mal alle Sachen abgeschlossen oder? Also questmäßig? War Quest nochmal? Das war das hier. Erfülle die Aufträge, die der Kamerad dir gegeben hat. 15 von 15. Tatsache, wir haben alle abgeschlossen. Nice, dann gehen wir jetzt erstmal dahin, würde ich sagen. Ist ja wieder eine Nebenquest. Wobei, wir können ja trotzdem mal gucken, wo das Hauptquest gerade... Aber wir gehen erstmal raus und dann gucken wir, was das nächste ist. Ach, ich bin gerade zu anstrengend durch die Dunkelheit. Ich gehe einfach... der anderen Seite raus, ich glaube, das geht schnell. Nee, wo bin ich denn jetzt? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Wo bin ich denn jetzt? Hier, so, jetzt komme ich dann. Alles in Ordnung. Patrouille auf nüchternen Markt. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Hä, wo ist. Nein, nein, nicht. Nein, 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 nein. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Da lag der Kopf, glaube ich. Nur einfach nur raus. Bin jetzt wieder am Anfang? Es ist echt krass. Wenn es dunkel ist, erkennt man einfach. Also. Hä? Muss ich da lang um raus? Ah gut, ich kann einfach den Punkten folgen auf der Karte, das vergesse ich immer. Zeig mir, was du zu bieten. Wo kommt die denn plötzlich her? Hallo Ertrunkene, waren das vielleicht Leichen von denen ich umgebracht habe? Keine Ahnung. So, wie weit ist es jetzt weg? Ich meine, ist ja auch egal, wir müssen ja eh schnell reisen dann. Das ist da. Ja komm, wir gehen jetzt einfach hin, ich hab da jetzt Bock drauf. Scheiß drauf. Haben echt alle 15 Aufträge abgeschlossen, ohne dass ich sie halt... irgendwie speziell gesucht hätte. Also die wurden alle so im Laufe des Spiels nebenbei
wunderbar erledigt. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt müssten wir ja eigentlich für jeden einzelnen Auftrag eine fette Belohnung bekommen. Also eine fette vielleicht nicht, aber eine Belohnung bekommen. Also müssen wir jetzt eigentlich 15 Belohnungen bekommen, weil ich war, glaube ich, zwischen... Was ist denn hier los? Warum liegt denn hier noch ein Toter rum und daneben spielt ein Kind oder so? Hallo? Hallo, da liegt ein Toter, kümmert euch mal drum. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir waren nicht zwischendurch bei dem Kämmerer, also ich glaube, wir haben nichts abgeholt. Wir müssten also eigentlich die 15 Belohnungen noch offen haben. Und dann können wir eigentlich auch noch mal nach Hause in unser Corvo Bianco Anwesen. Da müssten ja die ganzen Neuerungen fertig sein, glaube ich. Und dann können wir eigentlich auch mal das Hauptquest weiterführen. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie lange das Hauptquest noch geht. Also ohne Scheiß. Ich weiß es einfach nicht. Wir sind jetzt zwar schon gut vorangekommen, aber ich weiß es nicht, ob wir jetzt noch 2 Stunden Hauptquest vor uns haben. Und es nach 2 Stunden vorbei ist. Oder ob es noch 10 Stunden sind. Also keine Ahnung. Kann es echt überhaupt nicht einschätzen. Was gibt's Neues, mon ami? Puh, stinkig. So, da sind wir wieder. Hallo. Abgeschlossen. Sei gegrüßt, Ritter. Nimm meinen aufrichtigen Dank, Herr, sowie diese Kompensation für deinen Aufwand. Das war's. Okay, 1500 Kronen, also für jeden Auftrag 100, aber das war's schon, oder was? Das war ja schnell. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Oh, noch ein Gegenstand. War das ein Schild? Sieht aus wie ein Schild. Aber wir tragen ja gar keine Schilde. Ah, vielleicht so ein Ausstellungsstück? Da. Trophäe, plus 1% Bonuserfahrung bei Monstern, plus 1% Bonuserfahrung bei Humanoiden, plus 3% Bonusgold. Endlich mal eine Trophäe, die andere Effekte hat als immer den gleichen Scheiß. Was haben wir gerade? Nehmen wir uns Tangel auf eine Stunde mitteln. Bonuserfahrung und Bonusgold. Aber eigentlich brauchen wir weder das Gold noch die Erfahrung. Ich würde nur gerne wissen, wie die Trophäe an Plätze aussieht. Deswegen, wenn ich dran denke, mache ich sie mal ran. Ach, können wir in der Stadt Plätze rufen? Ich weiß gar nicht. Meiner treu. Ne, können wir nicht. Ja, wenn ich dran denke, beim Lesen, wenn ich Plätze habe, dann machen wir das. Oh, okay, ich sehe gerade, die Schuhputzer-Ding ist nur 300 ein paar Schritte entfernt. Wäre also sehr blöd, wenn wir da jetzt woanders hinreisen. Dann gehen wir da mal hin. Und machen doch das Hauptquest als nächstes weiter. Ist halt echt schade, dass wir drin nicht mit Plätze reiten können, weil es weit weg. Schöne Melodie, danke. Ich weiß nicht, welche Melodie er gemeint hat, aber egal. Komm, ich schaff's, dann stirbst du nicht, komm. Hauptsache abkürzen. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Fuck, das ist auch echt hoch hier. Meine Knochen tun wieder weh. Oh, ich dachte gerade, die hat nur ein Bikini an oder sowas. Soll das eine Hure sein? Ja. Ich dachte gerade, die hat ein Bikini an oder so, aber. Weil ich dachte halt, die hat halt keine Hose an, weil es ja so hautfarben war. Wo Kinder fliegen. Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen so rum. Die Herzogin hat ihn bestellt. Na komm. So. Die Zeit ist kein Schwanz. Sie macht nie schlau. Lust auf die Feuerwerk und Vergnügen. Nur ein, also die hat relativ wenig an. Es ist. Lass mal den Hintern angucken. Dreh dich mal um. Okay, vielen Dank. Der Schlamm, der ist immer hier, bei jedem Wetter. Und jetzt wissen wir auch, finden Sie den Schuhputzer der Vision? Oh Gott. Kann er überall sein? Ach, hier.
Welche Erklärung hast du dafür? Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Ein Hexer. Und ich rate euch, dahin zu verschwinden, wo ihr hergekommen seid. Ich dachte, Hexer beschützen Menschen vor Monstern, nicht Kriminelle vor der Justiz. Ich muss mit dem Jungen reden. Du kannst mit ihm schwatzen, bis dir die Zunge abfällt. Aber zuerst gerben wir ihm das Fell. Weg da! Kommt nicht in Frage. Ach nein? Dir können wir auch das Fell gerben. Das ist mir einerlei. Kleine Schlägerei, oder was? Nicht gut. Schön, dass der erste Schlag kam, bevor ich reagieren konnte. Wir werden dir helfen, mit Betrügern gemeinsame Sache zu machen. Ja, drei sind halt echt viel, ne? Ach so, ich kann mich wieder heilen während des Kampfes. Ist halt wieder komplett unfair. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Drei Ziele auf einmal nervt halt immer, kann man nicht wirklich schnell machen. Komm schon, komm näher. Also. Töte den Grauarsch! Für Not halt Not! Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt! Das Fest ist vorbei. Das reicht jetzt. Also, es war trotzdem wieder einschränkender als gedacht. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Eigentlich gar nichts. Wir hatten ein Missverständnis. Ist schon vorbei. Aha, verstehe. Du als Schützling der Herzogin kannst gehen. Aber die hier, das ist was anderes. Ihr kommt mit uns. Eine Weile in der Zelle wird euch sicher gut tun. Na los! Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Haha! Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment. Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr.
Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stamm, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Verstimmungsgrad, verhandeln. Gesamtbetrag plus Bonus gleich Endbetrag, hä? Ich gebe ihm einfach 500, ist mir egal, ich brauche das Geld eh nicht. Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Scheiß drauf. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole. Wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Ein Schuhputzergeschäft aufmachen, mit dem toll. Bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung. So, wir machen jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.